Die Deutsche Autocross-Meisterschaft 2010 wird präsentiert vom Deutschen Autocross-Verband e.V. und von GECOTEC Motorsport. Herzlich willkommen, liebe Autocross-Fans, zu einem kurzen Shootout aus Gründautal 2010, wo wir mit einem Schwenk über diese fantastische Anlage hier unseren kleinen Bericht einleiten wollen. Auto- und Rallycross 2010 zur Deutschen Meisterschaft. Bei wunderschönem Wetter, der Gründautal-Ring hat gestrahlt, liebe Zuschauer, waren sie alle wieder da. Diese Strecke, die ja auch sehr viele Diskussionen seit ihrem Bestehen schon immer hervorgerufen hat, hat doch eine gewisse Anziehungskraft, das muss man klar so sagen. Bombenstarterfelder, alles war voll in der Autocross DM und ich hoffe, wir können Ihnen hier für all diejenigen, die nicht vor Ort waren, einen ganz, ganz kleinen Einblick verschaffen. Also die Nachwuchsklassen, das muss man ganz klar so sagen, sind ein Riesenerfolg und im Fahrerlager sehen wir auch bei den alten Hasen, dass alleine ein starker Arm und ein großer Schraubenzieher nicht mehr reichen. Laptops sind angesagt, um diese hochgezüchteten Autocross-Rennwagen hier auf Kurs zu bringen. Die Buggys, die Spezial-Cross-Fahrzeuge der Klassen 5 und 6, wunderschön bei diesem Sonnenschein, genau wie der neue Stern bei den Tourenwagen. Fabian Handke in einer bestechenden Frühform in der Saison 2010. Volker Lange steht direkt neben ihm und wer sich in Gründau auskennt, der weiß, das ist der Blick auf die Protagonisten, die dann auf die Einfahrt zum Track warten. Das ist einer der Vorläufe aus dem Tourenwagensektor und auch hier zeigte sich schon jemand, der an diesem Wochenende den großen Pokal mit nach Hause nehmen wollte und da ist gleich der nächste. Fabian Handke und Dieter Dieselkämper galt es zu schlagen in 2010. Und das war einer der spannendsten Läufe, liebe Zuschauer. Die Junioren, schauen Sie sich das an. Mit ihren Crosscards haben sie sich fantastische Duelle geliefert. Und ein Willi Schulze in einer Form, wie wir es von ihm kennen, da hat er einen grandiosen Sieg eingefahren. Im Finale allerdings geschlagen von Steven Laubach. Ja, und einer ließ sich nicht schlagen aus der Klasse 5, Dieter Dieselkämper, dessen Lieblingsstrecke übrigens Gründautal ist. Er ist bekennender Asphaltfan, hat sein Auto extra abgestimmt und ein sensationeller Endlaufsieg. Das war nicht so knapp, wie es hier im Hintergrund aussieht, waren der verdiente Lohn seiner Mühen. Ja, und last but not least bei den Supertourenwagen Fabian Handke. Ich habe es gesagt, ist er der neue Stern am Autocross-Himmel? Fragezeichen, er ließ den Gegnern keine Chance. Ein kurzer Shootout. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Später mehr. Ich sage tschüss, ciao, bye bye, Ihr Andreas Flasser. Die Deutsche Autocross-Meisterschaft 2010 wurde Ihnen präsentiert vom DAV, Deutscher Autocross-Verband e.V. und von GECOTEC Motorsport.